Hallo, es geht weiter. Mit Monster Rise, dieses Mal spiele ich Doppelklinge. Ja, ich habe mir Doppelklinge gemacht. Extra für den Kollege. Tiefes Grün und flache Sümpfe. Im Flutwald. Wir kämpfen nämlich gegen einen großen Vroggy. Ich bin hier jetzt zum ersten Mal im Gebiet, wie man an dem Intro sieht. Eine Pyramide. Interessant. Jetzt das Intro zu den Kollegen. Jetzt kommt Big Boy Froggy Daddy. Mir fällt gerade ein, ich habe kein Gegengift genommen. Obwohl doch. Ist ja standardmäßig dabei. Easy. Na, Vroggy? Giftiger Kommandant. Groß Vroggy. Sehr nice. Ja, wie gesagt, ich habe mir Doppelkling gemacht, weil ich mir dachte, ja gut. Ich glaube, er war schwach gegen Eis, wenn ich mich richtig daran erinnere, kann auch falsch sein. Und ich habe halt jetzt schon ein paar Mal mit dieser Morph-Axt aufgenommen, mit Eismorph-Axt und dachte mir, wisst ihr was, ich will eine andere Eiswaffe machen. Da habe ich gesehen, hey, ein Doppelding kann ich machen, dann mache ich die direkt. Jetzt muss ich erstmal hier durchkommen. Und obwohl, wir sind so nah dran, eigentlich muss ich glaube nicht mal schneiden. Ich glaube jedenfalls, wir sind da dran. Wir müssen da schnell hinkommen. Wir gehen mal hier hoch. Dann müssen wir ja eigentlich direkt da sein, oder? Oh, hier gibt es so viele von denen. Ja, damit. Ding, ding. Da ist auch noch einer, aber da gehe ich mal nicht hin. Mittlerweile bin ich auch ganz gut geworden mit. Mit dem ganzen Käfergedöns. Und hier ist nicht der. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich einfach das Icon verwechselt, ist auch nicht so schlimm, wir sind trotzdem gleich da. Dann seht man halt mal, wie ich hier mich durch dieses neue Gebiet durchforschte. Und hier ein bisschen Umschau, weil ganz ehrlich, bisher sind die Gebiete ziemlich cool, muss ich sagen. Mir gefällt's. So, dann gehen wir mal gleich dahin, aber ich will noch kurz hier ganz hoch. Um zu schauen, ob hier was. Ob hier Special-Zeug ist. Das hätte ich vielleicht aufheben sollen, aber egal. Na gut, dann geht's los. Na du! So ein Eich müsste ich. Schauen wir mal. Jetzt kann ich. Aha! Das ist wichtig, der Skill hier. Der ist echt extrem wichtig, finde ich. Weil der viel von dem Damage ausmacht. Jetzt bin ich drauf gehauen. Und, huch. Hey, komm mal her. Was bist du denn? Ich glaube, du lockst Gegner an. Und ja, der Großvogel ist auch wieder da. Es ist nicht wundervoll. Boom. Jetzt sind wir super schnell. Ich finde es so cool, wie flott man ist. Der Skill, der bleibt gar nicht so lang. Also, der da hier. Da muss man sich echt beeilen, um Angriffe rauszuhauen. Weil, ich meine, ich glaube, wurde der genervt? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der eigentlich länger ging. Ja, na gut. So. Jetzt mal schön die Kobra rausholen. Ich glaube, die schützt mich jetzt auch, wenn ich jetzt in das Gift reingehen würde, dann würde die mich auch etwas schützen. Oh, das ist jetzt doof. Komm her, erste Hilfe. Und ja, die Kobra soll echt ziemlich cool sein. Der Effekt müsste gleich weggehen. Oben links sieht man ihn noch. Weil der ist extrem nützlich. Ich frage mich, was mein anderes Skill ist. Den müsste ich auch noch testen, aber. Der Wirebug X-Skill ist einfach zu gut. Ich hätte ihn wechseln können, aber. Ich war jetzt nicht sicher, was beim X-Ding drin ist. Ich dachte, den Skill, den ich gerade einsetze, ist eigentlich der der A-Skill. Hat mich dann aber wohl geirrt. Und wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie erinnert mich das Gebiet schon an das von Tri-Ultimate.
Da gab es auch so eine Stelle, wo man da, wo es hier so ein Wasserfall nach unten ging und dann konnte man runtergeworfen werden, was immer super nervig war. Und ja, irgendwie erinnert mich das gerade sehr stark daran, was ich ganz cool finde. Au. Oh ja, ich denke mal, da wird auch kein großes Problem sein. Ich muss gleich mal schauen. Was hatte ich denn für eine Schärfe mit der Waffe? Doggo? Da bist du. Ich glaube, ich hatte sogar ein bisschen grüne Schärfe. Darum schärfe ich jetzt mal. Dann können wir gleich mal den anderen Wirebug-Skill austesten. Ich habe nämlich gerade absolut keine Ahnung, was das dann nochmal feiner ist. Na du? Ah, so weit erwischte mich nicht. Oh, einfach nur, okay. Ein schneller Ausweichmove nach vorne. Aber ja, hier den Großfrog, den kennen wir doch. Wir haben die schon einige Male in Try bekämpft. Ja. Vor dir habe ich keine Angst. Ha. So. Super. Dann lass uns mal kurz dich gegen die Wand klatschen. Ich laufe jetzt nicht zum nächsten Gegner. Das verkacke ich wieder. Oh! Ah! Nicht genug Zeit gehabt. Egal, nicht so wichtig. Ach, als ob ich nicht getroffen habe. Und jetzt ab! Als ob ich nicht treffe! Oh. So, wenigstens halbwegs getroffen. Alles gut. Boom! Komm schon auf die. Oh, und das war's auch schon. Easy. Ach, es ist so schön. Die Dorfquests fühlen sich wirklich ziemlich einfach an. Momentan noch, was ganz nett ist. Ich meine, das haben sie auch, glaube ich, gesagt. Die ersten Dorfquests, so, die sind ziemlich easy gemacht. Da fühlt man sich aber ganz gut, wenn man die schafft und so. Ich meine, es sind auch Popelgegner. Aber trotzdem. Man fühlt sich OP und das ist nett. Bis man da irgendwann in High reinkommt und dann wird man erstmal weggeballert. Ich sehe schon vor mir. Ich weiß gar nicht, hat das Spiel einen G-Rank? Ich glaube, es hat nur High Rank bisher, oder? Glaubt, G-Rank kann ich mir vorstellen, dass es dann wie bei World eben danach wieder dazukommt. Ich meine, das war ja früher sowieso auch schon so mit es gibt Monster Hunter Try und dann kommt Try Ultimate mit G-Rank. Oder es gibt 4 und dann kommt 4 Ultimate mit G-Rank, auch wenn wir halt nur 4 Ultimate kennen. Bei uns, aber in Japan gab es ja normales 4. Und dann, ja, World und Iceborne, Monster Hunter Generations und Generations Ultimate, ja, alles mögliche. So. Aber egal, ich würde jetzt die Folge beenden. Discord-Server in der Beschreibung schon rein. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.